Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind mit einem ziemlich coolen Bild am Weitermachen. Ihr habt vielleicht das Video auch kurz schauen können, wo ich ein bisschen erklärt habe, oder wenn es abstürzt bzw. sogar Bluescreens auslöst. Dankeschön, Windows 10. Dann möchte ich einfach nicht gerade so viel versuchen, dass es geht, oder? Und jo, jetzt haben wir halt einfach wieder ein bisschen einen Cut, also einen neuen Charakter. Und ja, weil der Runenmeister halt auch ziemlich schwer ist, wenn man sehr wenig spielt. Man kann nicht so vorwärts kommen, weil man sehr viel grinden muss und so Sachen. Es gibt ganz neue Items für diese Klasse, gibt alles Mögliche. Wir machen das gern dann eigentlich relativ schnell wieder weiter da mit dem Runenmeister. Aber ich nehme jetzt lieber noch einen Charakter, den wir wirklich im Endgame auch spielen können. Und das ist er. Er ist ziemlich techy, also wird sehr, sehr viel aushalten. Und was wir eigentlich machen müssen, ist die ganze Zeit diese Schild casten. Es wird automatisch wieder gecastet. Schauen, dass jetzt nicht gerade umgewandelt wird, weil wir da wieder zurückverwandeln uns können. Und wenn wir eigentlich in die Form gehen, dann ist automatisch eigentlich Knochen. Ja, es geht jetzt gerade nicht. Wieso, weiß ich nicht. Aber wir können ja uns umwandeln eigentlich. Ich denke, weil wir nicht genügend Wut hatten oder zu viel Wut hatten. Also wenn wir jetzt uns umwandeln, wir haben jetzt aber genau dieses Knochen, diese Dornenschild. Ja, also ihr seht es unten. Eigentlich müsste ich mich einfach umwandeln können. Das geht jetzt gerade nicht. Aus irgendwelchen Videogründen, ihr wisst ja. Immer wenn man vor Kamera steht, hat man irgendwie Pech oder das Spiel macht etwas anders, was man eigentlich will. Genau. So, jetzt wenn ich jetzt umwandle, ja, jetzt geht's. Okay. Also ich muss wirklich unten schauen, wenn es gerade aktiv ist. Scheinbar ist es nicht immer aktiv. Jojo. So, ich merke gerade, wir müssen leider noch kurz ruhen. Ah, wir müssen das Ding machen. Okay. Ja, bin ich der Dudel. Müssen wir wieder nach oben. Wir müssen das die College Quest noch machen. Das verlangt das Spiel. Wenn man jetzt sich umwandelt, dann ist man glaube ich schneller. Oder man muss einfach Rampage einsetzen. Auch ziemlich geil. Ist ein bisschen schwieriger, als man ja eigentlich denkt, wenn man ein Bild anfängt. Aber es ist immer so, dass ihr etwas zu tun habt. Immer etwas anderes habt. Das ist so richtig wohlwollend motivieren, diesen Bild zu machen. Dafür habt ihr aber auch, also es ist ein bisschen schwieriger, aber dafür habt ihr auch immer wieder die Möglichkeit, ja, zu reagieren, oder? Die Gegner sind nicht zu stark, weil wir zu zäh sind. Jo. Genau, und es kamen schon recht gute Builds raus, aber alle brauchen irgendwie auf eine Art ein neues Item. Finde ich ein bisschen doof, oder? Du bekommst einen Patch, du freust dich riesig, aber hast keine Builds zur Verfügung, weil alle Builds ein Item verlangen und das Spiel manchmal auch lange lädt. Dankeschön. Und dann hast du einfach den Salat, dass du diesen Build nur mit sehr viel Grinding oder so. Jo, das ist alles neu gemacht, das ist so geil. Dass einfach, jo, du mega lange grinden musst, bis du die Items endlich hast. Weil du auch nicht so steil nach oben kommst. Du kannst Monolithen noch nicht so mega schnell und gut bauen. Und das ist halt. Das ist halt das Problem. Für einen Let's Player ist das nicht möglich. Zuschauer wollen gar nicht so viel Grinding sehen. Die wollen coolen Spielspaß sehen. Aber was ist das Genre? Es ist halt hauptsächlich Grinding. Weil der Entwickler will so, dass wir uns langweilen oder dass wir genug lange spielen. Und was machen die Spieler? Sie spielen nicht genug lang. Zum Beispiel bei Diablo 4. Die erste Season. Nach ein, zwei Tagen hat niemand mehr richtig gespielt, die Season. Sie haben genau gewusst, das ist zu viel Grinding. Es macht ihnen nicht Spaß. Also spielen sie nicht mehr. Ich bin nicht die Allgemeinheit. Ich spiele die Spiele, weil ich sie liebe. Ich schaue. Ja, dann tue ich halt ein bisschen so denken. Ja, mir macht es nicht so viel Spaß. Ich spiele es trotzdem. Oder? Weil ich flexibel bin. Ich spiele zum Beispiel Sekiro 2, was seit 12, 13 Jahren, ich glaube 13 Jahren schon, nein, 15 Jahren schon, ja, 15 Jahren schon,
wie die Zeit vergeht, einfach nicht mehr so interessant ist für die meisten. Und dadurch bekomme ich auch wirklich Zuschauer, über die sich interessieren für dieses Game. Es tut mir gut, das tut meiner Motivation gut. Dadurch habe ich auch mehr Kraft mit euch dann, ja, zu Last Epoch zu spielen, was neu ist, was noch nicht so fertig ist, was dies und das hat, muss diesen Angriff mehr einsetzen scheinbar. Es ist einfach toll, oder? Jetzt muss es nur nicht mehr so viel abstürzen und danach, ja, haben wir natürlich wieder viel Spaß. Ja, cool. Nehme ich immer noch mit, aber nur knapp. Ja, so seht ihr es, es ist halt, ja, doch auch schwer, ein Spiel zu lieben, Spiel zu, ja, genug genießen. Aber Spiele sind ja dazu da, zum Spaß haben. Da muss man sich nicht unbedingt sehr viel zwingen. Jetzt habe ich einfach nur, dass ihr es natürlich auch wisst, halt mich sehr in Secret 2 gefangen, weil das, mir das mega Spaß macht. Und es ist jetzt auch natürlich Last Epoch. Ich sage jetzt nichts gegen Last Epoch. Aber Secret 2 macht viele Dinge viel besser. Das seht ihr in meinem Let's Play auch. Das kommt ja ein bisschen öfters momentan. Aber wenn jetzt hier alles wieder ein bisschen stabiler geht, dann denke ich, aber ich habe sehr viel gezahlt, gell? Also nichts. Ich denke nicht, ich habe das kostenlos gemacht, dass es nicht mehr abstürzt. Das kostet sehr viel. Das ist ein Monatsabo, was ja, sehr teuer ist. Für ein Programm. Aber ja, ich mache jetzt keine Werbung, gell? Ich habe ein Programm runtergeladen, die Crashes fixt. Und das ist kostenpflichtig, sehr fest kostenpflichtig. Viel zu teuer für so einen armen Schocker. Wie ich. Ey, ich habe so viel Spaß an diesem Bild. Jetzt hoffe ich einfach, dass das Video noch läuft. Also das Video nach dem Crash, nach dem Bluescreen, noch überhaupt abspielbar ist und hochladbar ist. Aber ich denke schon, 7 Minuten 22 haben wir schon mal. Aber ich darf mir nicht zu viel freuen, sonst stürzt es ab. Das will der PC bzw. Windows 10 ja machen. Es liegt schon ein bisschen am Betriebssystem. Da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Die machen ja auch so viele Updates und fixen dann die Updates gar nicht mehr. Es ist schlimm. Aber das ist eine Sache, die einfach mit Zusammenhang mit den Aufnahmeprogrammen ist. Und das sind alle Aufnahmeprogramme. Ich habe sogar Bandicam nochmals probiert. Ist das Gleiche. Es liegt irgendwie am Hersteller vom Betriebssystem. Und das möchte ich natürlich auch nicht erdulden ständig, oder? Ja, und jetzt nehme ich auch mit Twitch Studio auf. Ich habe ja öfters eigentlich mit OBS aufgenommen, Last Epoch, weil es einfach auch besser läuft. Nur eben, ja, ist es mehr zu Instabilität gekommen. Weil es war kurz, also so im Juni oder so, habe ich mit Twitch Studio aufgenommen, war es auch instabil. Und jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr. Ich habe heute Morgen schon eine Aufnahme gemacht, die ich nicht gezeigt habe. Mit einem uralten Bild, wenn ich nicht mehr weitermachen will. Und ja, der Bild hat mir auch wieder besser gefallen und das Video ist nicht abgestürzt. Aber wenn es jetzt macht, oh, da bin ich böse. Jetzt frage ich mich, es gibt irgendwie noch einen passiven Node, der die Umwandlung ermöglicht automatisch. Die will ich aber eigentlich nicht nutzen. Ich will lieber einen Knopf mehr Ding nutzen, oder? So, wir haben ja da hier Blitzschlag pro Sekunde, da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf schauen. Haben wir auch die andere Form. Die Spriggan-Form ist wirklich innovativ, aber irgendwie nicht so toll, dass es mir mehr Spaß macht. Also, wie machen wir jetzt das? Ist das jetzt ein Blitzschlag? Nein, das ist kein Blitzschlag. Ist das ein Blitzschlag? Jetzt ist ein Blitzschlag rundgekommen. Man muss länger auf Rampage bleiben. Das hat ein bisschen eine Abklingzeit. Aber ja, gut. Lass die Kiste noch öffnen. Aber die droppen beim zweiten Mal pro Season nicht mehr. Ja, hier ist jetzt nur noch Gold rausgekommen. Und doch ein paar Items, an die nicht für uns sind. Ich finde die Blitze wirklich toll. Es gibt beim Sorcerer eine Möglichkeit, Blitze zu haben.
Und es gibt beim Schamanen auch mehrere Nods. Ich glaube beim Beastmaster oder beim Druiden auch eine Nod. Aber sie machen nicht viel Schaden, wenn man nicht wirklich auf Donnerschaden drauf geht oder Elektroschaden. Wow! Richtig genial. So, diese Quest ist wirklich super, aber sie geht mir langsam echt auf den Keks. Man macht sie einfach zu oft. Ja, und ich hoffe mir einfach, dass jetzt auch mehr Kisten auftauchen. Ihr seid ein bisschen doof gewesen für den Spielspaß, diese neuen One-Shot-Chests nicht häufiger zu machen, weil sie droppen ja auch nicht gut. Noch. Vielleicht in Akt 8 und dann einfach die anderen Monolithenkisten. Ja. Dieser Zauber hier, der ist neu, oder? Von diesen ja, Augen. Einfach so ein Kegel. Der war nicht Kegel, der war ringsum. Und oder ja, einfach die Bälle, die er ja noch schießt, aber nein, er hat noch eine zweite Fähigkeit gehabt. Ja. Ja, jetzt auch nicht mehr so oft dann aus der Woche spielen gewesen, wie genau der Gegner geht. Aber für mich sind es immer so die Gegner. Augengegner, also diese, weiß ich gar nicht, wie sie heißen, Eye of the Beholder von Dungeons and Dragons. Und von Dungeon Siege 1. Nicht zu verachten, die waren auch sehr früh dort. Oder haben sie auch sehr selber erfunden. Dass es halt ja immer die Gegner sind, die besonders viel Schaden machen und besonders zäh sind. Aber gut. Balancing ist halt etwas, was der Entwickler machen muss. Sonst machen es die Modder. Dann können wir wirklich auch nicht mehr so viel verdienen, weil man nur noch Mods spielt. Nein. Der Entwickler ist halt auch selber zuständig. Das ist leider nicht gerade so gut. Bluten brauchen wir nicht mehr. Ich mache kein Bluten. Bild so schnell wieder. Und eben, man muss halt immer wieder ein bisschen verzichten. Man kann nicht die ganze Zeit immer alle Items mitnehmen. Man muss so also schauen, was braucht man. Da ist andere liegt. Vielleicht für andere Charakterbilds schon, wenn man schon weiß welchen, aber man staut sich so viele Items immer voll, vor allem wenn man so viel spielt, oder? Dass es doch ein bisschen zu fest alles dann liegen bleibt in der Kiste. What do you want? So, wunderbar. Also die Gegend sieht schön aus, ist aber ein bisschen eins zu einzigartig. Was brauchen wir denn noch? Aber oh, ich glaube nur 4 von 5. Ich schau mal kurz. Wo haben wir das da? Wo haben wir da beim Druidenbaum? Da. Es ist 5 von 5. Und die nächste Fähigkeit rechts auch. Okay. Der Bild seht ihr unten, oder? Der Bild habe ich unten verlinkt. Momentan nutzt der Bild. Ist eigentlich immer hoffentlich der aktuellste Bild dabei. Nicht, dass der Trager dann irgendwann mal einen anderen Bild hat. Ja, und alle findet ihr bei lastepochtools.com, glaube ich, oder net. Sind aber immer ziemlich schwer. Also, jo, Leveling-Builds gibt es auch dort. Würde ich immer zuerst nehmen und dann wirklich umskillen. Ich mache es nicht, weil ich einfach auch überzeugender Schwermacher bin. Dankeschön. Ich bin derjenige, der wirklich nicht Anfänger-Builds spielt. Ich spiele halt immer die Builds und schaue, dass ich so wenig wie möglich grinden muss. Und ein bisschen auch tanke. Also nur, dass ich euch nicht irgendwie langweile damit. Ich will euch eher nicht langweilen. Dass ihr seht zum Beispiel, dass es auch ohne geht. Ohne Leveling-Skills. Weil Leveling-Skillungen sind langweilig. Und vor allem haben wir danach ein Riesenchaos, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich tue gar nicht mal so viele Gegner killen. Aber habt ihr gesehen, das Auge? Wieso ist denn das immer so? Okay. Ihr seht es ja, ich. Was soll ich jetzt sagen? Also, was wollte ich sagen? Dass ich halt immer auch schaue, dass es euch den Anschein hat, dass ich nicht overpowered bin, dass die Gegner auch nicht gerade overpowered sind, dass es für alle Spaß macht, oder? Und
Es gibt natürlich Profis, aber ich kann halt nicht Profi werden, wenn ich so wenig zocke auf einmal. Ich habe heute eigentlich nie gezockt. Ich bin jetzt um 20.18 Uhr das erste Mal am Zocken für 10 Minuten. Also ihr könnt vorstellen, ich bin nicht immer so bereit, ein guter Livestreamer oder Let's Player zu sein dadurch. Aber meine Güte, ich habe ein schweres Leben. Ja, ist einfach so. Kann man nichts machen, oder? Aber wenn es gut läuft und ich auch sehr viele Leute habe und so, dann kann ich das auch so einsetzen. Aber trotzdem muss ich natürlich meinen Körper trainieren für Fußball. Nur nicht so viel. Das hängt schon ein bisschen auch von euch ab, wie gut es mir geht oder wie gut es euch geht vor allem. Wenn ihr mir schaut, also müsst ihr ja nicht mehr zuschauen, aber das ist halt einfach so diese Sache, die meistens halt einfach ignoriert wird, beziehungsweise einfach dann erst gemacht werden, wenn er ein Star ist. Und ich bin echt kein Let's Play Star, das müsst ihr ja verstehen, mit meinen 700 Abonnenten. Ist einfach nicht gerade so gut gelaufen, klar, weil ich auch immer sehr lange Unterbrüche hatte. Aber jetzt bin ich momentan wieder am Wachsen und ich habe Zuversicht, dass ihr mich auch immer mehr mögt. Und ich habe einen Crash. Fängt das wieder an. Sonst mache ich einfach immer so lange Parts, bis es nicht mehr crasht. Also bis es crasht, das erste Mal eher. Ich hoffe, das geht jetzt noch, weil sonst bekomme ich wieder einen Bluescreen über, wenn ich jetzt den Charakter weiterspiele. Wie sollen wir das machen? Ich mache mal auf Safe und mache den Part weniger lange. Nein, ich mache weiter. Ich tue es jetzt nochmal so riskieren. Aber so seht ihr es, es crasht einfach random. Keine Ahnung, wieso? Es liegt wirklich am Aufnahmeprogramm, das einfach nicht gut läuft. Oh, wann fixen sie das endlich? Der Zuständige, oder? Hallo? Ah, da ist der Post manchmal am Laden lange. Die haben diesen, wie sagt man dem schon wieder? Dauerkreislauf, oder das Laden länger geht, weil sie blöde Dinge haben. Oh, crasht wieder. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ich kann bald wieder ein paar machen. Ich mache es auch, also ich mache noch einen Folgepart. Muss aber kurz nochmal den PC neu starten, dass das alles ein bisschen weg ist. Gut, schöner Black Screen. Jo, dann tschüss, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal.